Hallo, heute wieder zu sehe das Mortal meine Hand. Kombat 11, der Ultimate Edition. Ein Es geht Unterweichangriff bei weiter der mit dem Wuxi-Akademie. Story-Modus, Das Kapitel Unterreich. 3. Shinnoks Tempel zu zerstören, Hier hätte sie ein aufhalten kleiner müssen. Rückspann. Muss die Zeitanomalie Ich sein. hatte Wir müssen letztens, den als ich in Shaolin-Meistern Kapitel helfen. 2 war, Das hätte das etwas Unterreich von in der das Kapitel Zerstörung deiner 3 Lama von Lu hineingespielt. Kang. Das Die heißt, Drachengrotte. ich wiederhole Unterhalb das der jetzt Akademie. Die nochmals. Jinsei-Energie des Und Erdenreichs wir sprudelt in ihren fangen Quellen. natürlich mit Das ist nicht Kapitel gut. 3 Wir haben gesehen, was komplett passiert, neu wenn das an. Unterreich die Der Lebenskraft des Erdenreichs Story-Modus ist ja manipuliert. wirklich Sie wunderschön werden die Worte gemacht. nicht Ich freue mich erreichen. schon Sie wird drauf. durch mächtige Magie Kurze geschult. Info, Die tödlichsten Rätselkönig, ich Fallen. habe was Ich bin gefunden. sicher, dass unsere Und Gegenstücke aus zwar dieser in Ära sich um Immortal die Angreifer Kombat, kümmern. nicht in Google, alle Kung Lao, Friendship-Moves, Liu alle Kang, Fatality ihr und setzt euch besser. Brutality. Ich werde darüber einen kleinen Guide machen, mal Ich werde schauen, am ob ich es heute noch Kolosseum, nur schaffe. auf einem darkeren Jetzt geht's Kampfgegner weiter mit Raiden, Kapitel dies das 3, Leben, Shaolin-Mönche unsere Zukunft, Liu Liu Kang. Kan und Völlig irre. Kung Lao. Keines deiner Worte wird daran etwas ändern. Unser Schicksal als böse, untote Kriegsherren zu akzeptieren, auch nicht. Das tue ich nicht. Wir können keine Zukunft ändern, die wir nicht vollständig verstehen. Vertrauen wir Lord Raiden. Können wir ihm trauen? Offenbar führte er uns beide in den Tod. So viele Shaolin. Sie starben bei der Verteidigung unserer heiligen Stätte. Das Unterreich muss dafür büßen. War, wusste, wie er die Fallen umgeht. Weißt du es auch? Man zeigte es mir nie. Wahrscheinlich hast du da nur nicht aufgepasst. Beachte das Muster. Wähle den richtigen Moment. Das war leicht. Was kommt jetzt? Einiges. Flammenspeier, Speerfallen, Giftgas. Sollten wir die vielleicht umgehen? Das war ich nicht. Aber ich. Scorpion. Du musstest ja diese Zeitfusion überleben. Ihr werdet Kronika nicht davon abhalten, meine Familie und meinen Clan zurückzuholen. Kannst du die Fallen ausschalten? Ich habe bei unserem letzten Kampf in Shang Tsungs Turnier viel gelernt. Dieses Mal bin ich vorbereitet. Ich musste mich nun entscheiden zwischen Kung Lao und Liu Kang. Ich habe mich jetzt für Kung Lao entschieden, weil ich mit ihm letztens schon gekämpft habe. Mal schauen, ob es mir etwas hilft. Oje, Scorpion ist Hammer. Der ist nicht so ohne. Ich muss sagen, Kung Lao hat mich auch echt beeindruckt. Jetzt seht ihr das, der kann nämlich echt viel mit seinem Hut, der eigentlich wie eine Säge ist. Scorpion ist natürlich nicht zu unterschätzen. Da muss ich mich voll reinlegen. Und komm schon. Kung Lao, die erste Runde nicht.
Autsch. Nicht schon wieder. Jetzt zieht er mich auch noch ran. Ja, Skorpion, geh weg von mir. Kurz wieder reinkommen, dann geht's wieder. Ich hatte keine Chance, R2, L2 zu drücken. Er war zu schnell, Skorpion. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt noch schaffe. Komm schon. Ja, gib ihm. Das war knapp. Ich kann die Fallen nicht stoppen. Sie wurden wohl verändert. Nicht gut. Unsere Pläne erfordern, Jade und ihr lebt. Skorpion. Jade? Bösartig. Was ist passiert? Ich starb vor meiner Zeit. Genau wie ihr aufgrund von Raidens Inkompetenz. Du wiegelst uns nicht gegen ihn auf. Wir kennen unsere Tode. Unser Unvermögen ist daran schuld. Ihr wurdet getäuscht, Liu Kang. In Wahrheit hat Raiden euch ermordet. Jetzt kann ich wieder wählen. Ich wähle wieder Kung Lao. Lord Raiden macht vielleicht Fehler. Keine Sorge, mit Liu Kang kämpfe ich dann in Kapitel 3. Sicher noch. Raidens Fehler kostete euch das Leben, Kung Lao. Fight. Jade ist nur sehr stark. Und ich habe mit Kung Lao schon etwas Übung gesehen. Ihren Stab hat sie eine lange Reichweite. Oh, das hat wehgetan. Warte. Das ist die Linde. Das wird aber sehr knapp werden, wenn es so weitergeht. Ich habe sie verbrannt. Und jetzt komm schon. Ich hoffe, R2, L2 geht durch. Nein. Wenn man da nicht schnell genug ist und in der richtigen Position steht, dann ihn jetzt macht mich tot. R2, jetzt kann ich nochmal. Ja, das war jetzt echt Glück. Für die ich im Leben ich habe. Aber der Mut ist viel. Genau. Weiter geht's. Jetzt wird schon langsam was mit Kung Lao. Und der Mut ist auch echt Hammer. Auch wie er sich in der Luft dreht. Ich glaube, ich werde den nicht mehr nehmen, wenn ich mit dem Rätselkönig kämpfe. Der kann nämlich echt was. Ich mag dein echtes Ich lieber. Hammerkampf.
Die Drachengrotte liegt dort. Wenn die nächsten Wiedergänger wir selbst sind, was dann? Dann kämpfen wir, Kung Lao. Götterälteste, ich suche euren Rat. Die Reiche sind in Gefahr. Die Gefahr ist fürwahr ernst, Raiden. Jedes Leben wird in einem temporalen Armageddon ausgelöscht. Selbst wir Götterältesten, unsere Macht schwindet bereits. Ich werde kämpfen, Cetrion. Doch wie? Du musst Kronikas Schloss finden und die Kontrolle über ihr Stundenglas übernehmen. Nur dann wird der Lauf der Zeit wiederhergestellt. So wird es geschehen. Sprich zu uns, Raiden. Diese Zeitfusion hat mir meine Zukunft offenbart. Dass meine Champions fallen. Dass ich zum Tyrannen werde. Wenn Kronika bezwungen ist, bin ich dann an diese dunkle Zukunft gebunden? Die Wiederherstellung der Zeit wird nicht dein Schicksal bestimmen. Du formst es selbst. Würde es was bringen, dich zu bitten, die zurückzulegen? Sie sagten, ihr würdet kommen. Sag wer? Was glaubst du, Kung Lao? Willkommen in eurer Zukunft. Bedankt euch bei Raiden. Unsere Zukunft mag tragisch sein, aber das ist nicht Lord Raidens Schuld. Allein Shinnoks Unheil hat euch beide verändert. Shao Kahn brach mir in der Arena das Genick. Raiden hat es kommen sehen und nichts unternommen. Ich hätte Shao Kahn besiegt, aber Raiden wollte den Ruhm selbst. Sein Blitz hat mich niedergestreckt. Nein, das glaube ich nicht. Eines Tages wird Raiden dich verraten. Dann wirst du es glauben. Ich kann jetzt wieder wählen. Ich nehme nochmal Kung Lao. Das ist jetzt nämlich der dritte Kampf. Es wird noch ein vierter folgen. Pro Kapitel sind es nur vier. Bisher war es so. Und der vierte, den werde ich dann mit Liu Kang machen. Und das ohne Übung. Das wird es. Hier kann ich schon los, wie ihr seht. Es geht schon langsam. Deshalb habe ich gesagt, da werde ich mit dem Ritzelkönig nichts mehr vornehmen. Der ist gar nicht so schlecht, das ist echt ein harter Tropfen. Im Mortal Kombat 2 jetzt. Habe ich dich. Das ist eigentlich mein böses Ich. Kung Lao gegen Kung Lao. Ui. Ich kann ja auch was der Böse. Jetzt habe ich die. Das war ein cooler Move, den kannte ich noch gar nicht. Und gleich den Ball ins Gesicht. Schnell zurück. Vielleicht schaffe ich die Move hier noch einmal. Mit einem coolen Move, muss ich schon sagen. Der war echt cool. Ohne R2 und L2.
Und nochmal. Den habe ich jetzt schon geworfen. Das muss echt schnell sein. Jetzt habe ich die mit L2 und R2. Ich hoffe, das reicht. Er hat doch das wieder schnell. Nein. Macht es bei mir. War zu früh gefreut. Ich bin tot. Erste Runde geht an ihn. Aber warte, Rache ist süß. Ich muss immer schauen, wo ich bin. In der Helle, ja. Beziehungsweise mein böses Ich. Wir springen nämlich immer nach rechts und links und... Komm schon, schaff dich jetzt. Seit der Runde gehört mir. Jetzt aber. Er hat nicht mehr viel Leben. Und da bringt ihm sein R2, L2 auch nicht mehr. Ich mach das jetzt so fertig, komm her. Böses Ich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt komm schon. Stirb. Schnell. Jetzt ist er umgefallen. Du bringst Schande über unsere Familie. Geht's nur mir so? Oder sagen Sie vielleicht die Wahrheit? Zerbrich dir später den Kopf. Wir haben größere Probleme. Hättet lieber auf eure Wiedergänger hören sollen. Mit dieser Macht wird Kronika die Geschichte neu schreiben. Das war leicht. Fester Punkt in der Zeit. Mit jedem Tod und jeder Wiedergeburt werde ich stärker. Jetzt wähle ich Liu Kang. Die Fiolen. Ich hab's euch ja versprochen, der letzte Kampf. Musterst du mich? Kronika hat ein lebhaftes Interesse an dir. Deswegen rekrutierte sie dein Wiedergänger selbst. Diene ihr und sie wird dich segnen. Bitte seid nicht zu streng mit mir. Ich habe mit ihm nicht gut und das ist mein erster Kampf mit ihm. Dafür Hammer. Das war schon ein Top-Beginn. Und er hat mir es zurückgegeben. Geras ist echt stark. Aber Liu Kang auch. Wir kommen schon. Du musst erst die Moves herausfinden. Ach.
nicht. Ach, ich bin jedes Mal mit dem Sand. Jetzt, komm schon. Wow, ein Drache. Ist das cool. Auch wenn es nicht reicht. Das hat jetzt echt cool ausgesehen. Und jetzt muss ich schnell sein. Damit er ja nicht seinen... Ja, war gut. Zweite Runde. Gar nicht so einfach. Das erste Mal mit Liu Kang kämpfen und dann gleich gegen so einen starken Gegner. Obwohl Liu Kang ist ja auch sehr stark. Komm schon, jetzt habe ich dich. Wenigstens ein cooler Move. Und jetzt, ja, voll ins Auge. Ich verbrenne dich dafür. Und nochmals und nochmals. Und jetzt kann er nicht mehr R2-L2 machen. Es ist schon zu spät für ihn. Jetzt ist er umgefallen. Ich bin bereits gesegnet. Ihr Shaolin-Mönche übertrefft wirklich euren Ruf. Ich achte euren Kampfgeist. Doch Kronikas Wille muss unbedingt geschehen. Sie am Leben zu lassen, wäre gefährlich. Wenn sie sterben, verschwinden mit ihnen auch ihre Wiedergänger. Wir brauchen sie zur Verteidigung des Turms. Und wieder einmal, Liu Kang, hast du das falsche Schicksal gewählt. Armee des Unterreichs beschützt den Turm, während ich am Werk bin. Shao Kahn, wann lieferst du die Außenweltarmee? Bald. Sie wird mir gehören, sobald Kotal tot ist. Und was hast du erreicht, Sektor? Die Cyberlinquay-Fabrik wird nach deinen Anforderungen modifiziert. Die Produktion übertrifft die Erwartungen. Raiden, was haben Sie gesagt? Wir müssen Kronika finden und ihr die Kontrolle über die Geschichte entreißen. Gelingt uns das, kann sich unser Schicksal ändern. Es stimmt also, was man uns sagte? Du warst in unseren Tod verwickelt? Ja. Wäre die Zeitlinie weitergelaufen, hätten meine Entscheidungen zu eurem Tod geführt. Doch die Götterältesten versichern mir, dass eine solche Zukunft vermeidbar ist. Das ist nur eine von vielen möglichen Zeitlinien. Es fällt schwer, das alles zu glauben. Sei beruhigt, Kung Lao. Ich weiß jetzt, was kommen könnte. Ich werde keinem von euch Schaden zufügen. Ihr habt mein Wort. Danke, Lord Raiden. Wir müssen Kronikas Turm finden und angreifen. So erbittert und schnell wie möglich. Bevor alles verloren ist. Was weißt du über Kronikas Auswirkungen aufs Erdenreich? Wir haben weltweit Orte mit schwerwiegenden temporalen Anomalien. Das Bild ist noch verschwommen. Unsere Kleine hat's drauf, oder? Bisher erkennen wir den Monster. Cage, ich bin nicht deine Sonja. Sorry, das kann man schnell vergessen.
Wir konzentrieren uns auf Angriffe aus dem Unterreich in Verbindung mit Zeitanomalien. Hilfreich. Aber wir haben mehr Sorgen als nur das Unterreich. Das haben wir. Großmeister Sub-Zero meldet schwere Verluste bei seinen Lin Kuei. Durch die Zeitfusion wurde sein alter Feind Sektor wiederbelebt. Sektor? War er nicht der Großmeister, der vor Jahren die Lin Kuei versklavt hat? Genau. Er reaktiviert und verbessert die Fabrik, die er gebaut hat, um die Lin Kuei in Cyber-Tötungsmaschinen zu verwandeln. Zweifellos, um neue und noch mächtigere Cyber-Lin Kuei zu erschaffen. Vielleicht will Kronika sie nutzen. Und Sub-Zero? Schon losgezogen, um die Fabrik stillzulegen. Großmeister Hasashi begleitet ihn. Großmeister Hasashi? Hanzo Hasashi? Kapitel 4 Feuer und Eis. Sub-Zero und Scorpion. Das heißt, nächstes Mal geht es spannend weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß, tschüss!